Ahoi, ihr Lieben. Samstagabend, 21.45 Uhr. Ja, und ich dachte mir, Mensch, ganz verrückt, ich probiere es mal aus. Es ist ja eine herausfordernde Situation, wenn hier eine Großveranstaltung in Kiel ist, wie die Kieler Woche. Ich drehe mal um, solange wir die Sonne noch sehen. Ja, es ist ein bisschen eine Herausforderung, was so ein Livestream angeht. Aber ich dachte mir, ach na komm, wir versuchen das Ganze mal, wie das Ganze, ob es funktioniert. Und ja, also schauen wir mal. So, wobei, na, wir sind optimistisch. Lukas Bayer ist dabei. Schönen guten Abend. Ist das nicht herrlich? Ups, natürlich nicht das Haus hier, aber komm, haben wir noch ein bisschen hier. Sonnenuntergang, da ist er, die Micha 7.2. Chipspotter Paul, hallo Matthias, Renate Wawel ist dabei. Hoffentlich können wir durch dich live dabei sein. Ja, also wir schauen mal, was geht und wie lange das Ganze dauert. Ja, also ich hoffe, oh, Rumchacha sagt schon, der Stream hängt. Das ist, wir sind startklar und der Sekt ist offen. Janni Hahn, für uns geht es morgen nach Rügen weiter. Margit Speyer ist dabei. Super Headline, ja. Willst du viel? Tauf in Kiel. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Ja, wollen wir mal schauen. Corinna und Robert sind dabei. Moin, moin, moin. Guten Abend aus Heidelberg. Guten Abend, guten Abend. Viele Grüße aus Freiburg. Heiko Breitenbach ist dabei. Muku sagt, toller Livestream. Ja. Das ist gute Vorschusslorbeeren. Ich habe noch gar nichts gemacht und bin erstmal froh, dass hier überhaupt irgendwas rauskommt. Aber ja, ich kopple jetzt hier neuerdings zwei Handynetze und deswegen sollte es eigentlich klappen. Also Markus Z. fragt, wer singt denn jetzt heute Abend? Ben Zucker. Ja, Ben Zucker ist es tatsächlich. Der hat vorhin da schon Soundcheck gemacht. Ja, Fenia heißt die Taufpatin. Ich habe unhöflicherweise ihren Nachnamen vergessen. Fenia ist Umweltoffizierin in der Main-Schiff-Flotte. Und ja, sie wird das Schiff taufen, weil man dann natürlich so ein bisschen sich positionieren will. Dass die Main-Schiff 7 ist ja vorbereitet für den Betrieb von Methanol mit Ethanol, sodass idealerweise irgendwann mal ein emissionsfreier Schiffsbetrieb möglich sein wird. Wann steht noch in den Sternen? Ja, und genau. So, also das ist die Taufpatin. Und ja, was ist heute passiert? Alles Mögliche. Es gab heute Nachmittag so eine Art Mittags- so eine Kapitänsfragestunde. Und was ich da sehr nett fand, das war auch Kjell Holm dabei. Das war ja der Gründungskapitän sozusagen, der Mein Schiff-Flotte, der alle Schiffe in den Dienst gestellt hat. Aber leider ist er dann 2019 in Rente gegangen, ich glaube mit 70. Und jetzt war er noch mal da. Und der ist irgendwie seit 28. Mai offenbar hier auf dem Schiff. Und finde ich eine ganz sympathische Geste, ja, dass er dann nochmal auf der Bühne war. Und ja, weil das ist irgendwie so ein Typ, ich glaube, die Leute haben den geliebt, weil das ist halt so jemand, der kann ganz leise sprechen. Hallo, wir haben, ich konnte ihn mal ganz gut nachmachen, aber kann ich nicht mehr. Dafür ist er zu lange außer Dienst. Und ja, das kam halt sehr, sehr gut an. Und ja, also von daher, ja. Das war also heute. Was habe ich denn dann noch gemacht? Dann war irgendwann noch mal Pressegespräch. Da habe ich auch ein paar Fragen gestellt. Ich habe mich gefragt, dieses Schiff ist ja in einer düsteren Zeit entstanden, also beziehungsweise ist geplant worden. Also es ist ja baugleich zu 1 und 2, aber man hat ja dann natürlich irgendwelche Dinge da geplant. Irgendwelche Dinge wird man ja verändert haben. Und da habe ich gefragt, hat man denn durch Corona da ein bisschen umgeplant? Und da sagte Wiebke Meyer, die Chefin, sagte, ja, man hat da irgendwelche Runden gehabt, aber am Ende sieht man es nur, irgendwas im Hospital hat man anders gemacht. Das ist wohl, da sieht man es. Das habe ich gefragt und dann habe ich gefragt, ja, man hat jetzt wieder ein überdachtes Pooldeck, hat man da irgendwo Gewicht eingespart oder so? Das ist aber nicht so. Also man hat einfach so entschieden, man möchte das gerne mal wieder, weil man gerne mal wieder ein Schiff hätte mit überdachtem Pooldeck. Fenia Kalachani heißt die Taufpatin. Clementine, das ist ja nett, weil ich konnte mir dieses Kalachani konnte ich mir nicht merken. War ich beim Yoga mit Wiebke Meyer? Es war ja heute Morgen Yoga mit Wiebke Meyer. Kleiner Fun Fact, das ist ja vorher
in der App angeboten worden zum Preis von 9 Euro Teilnahmegebühr. So, jetzt stand es heute im Tagesprogramm, stand es dann als inklusive, also kostenlos zu besuchen. Das fand ich. Da muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, ja. Ein kleiner Schmunzler. Gibt es Krokant zum Eis? Jawohl, gibt es. Ja, und es gab ja schon hier, wir haben ja schwere Diskussionen hier bei Facebook gehabt über die Sahne. Irgendwie war man da auf die Idee gekommen, hier nur noch so ein pflanzliches Ersatzprodukt zu verwenden. Und ich liebe es ja wirklich, auf so einem Eis, Haselnusskrokant ist eh klar, und dann dazwischen Sahne. So, und dann habe ich das gegessen und habe gedacht, das schmeckt wie Rasierschaum, ja? Also wie Rasierschaum in essbar. Aber überhaupt gar nicht lecker. Und dann habe ich gemerkt, das ist überhaupt gar keine Sahne. So, dann habe ich da was bei Facebook gepostet. Dann war offenbar hinter den Kulissen die Aufregung groß. Und dann sagte mir heute jemand, ja, ist jetzt auch wieder richtige Sahne. Ja, so, dann gab es heute wieder richtige Sahne. Also ist der Sahnegate auf der 7 ist also gebannt und alles gut. Kieler Woche hier also. Man kann so ein bisschen sehen hier. Warte mal, ich versuche mal hier so rüber zu zoomen. Seit 1882 Segel-Event, wobei da fleckert es nur, muss man ein bisschen, na gut, das ist ja ein tolles Bild hier. na, vielleicht ein paar Schiffe lieber zeigen hier. Also seit 1882 Groß-Event und heute ist Eröffnung. Eine andere Reederei ist auch als Großsponsor dabei. Ja, witzigerweise auch AIDA-Chef Felix Eichhorn hier dabei, also das ist gar nicht so witzig, also so abwegig ist das gar nicht. Der war auch schon in der Vergangenheit auch schon mal bei Taufen. Also ja, das ist schon so, dass man da ja auf eine gewisse Art und Weise, ich will gar nicht sagen freundschaftlich verbunden, so würde ich es mal nicht sagen, freundlich kollegial, denke ich mal, freundlich kollegial mit Respekt verbunden. Und wir haben uns gestern da unterhalten und da hat Felix Eichhorn erzählt, der ist ja dualer Student bei AIDA gewesen, hat da sehr, sehr jung entsprechend angefangen, also der Chef. Und der hat dann auch mal anfangs auch mal auf dem Schiff gearbeitet, weil das auch dazugehörte. Und das war dann die damalige Arosa Blue. Man hatte ja noch eine Zweitmarke und das war eben Arosa. Und da war damals diverse Leute, waren da auf dem Schiff, die heute jetzt hier bei TUI Cruises irgendwie an führenden Stellen sind. Zum Beispiel war Thomas Eder damals auf Arosa Blue Barmanager, der nun seit Jahren General Manager ist bei TUI Cruises, jedes Schiff in den Dienst gestellt hat. Also ganz viele Urlauber, glaube ich, kennen auch Thomas Eder. Sehr sympathischer Typ. Und der war halt damals schon da, ne? Und auch der Mann, der beim Dienstleister Sea Chefs so verantwortlich ist für mein Schiff, das war auch einer, der war früher halt auf der Arosa Blue. Und so, und das hat Felix Eichhorn da gestern nochmal erzählt. Und das fand ich echt irre, ne? Also man sieht halt, diese Kreuzfahrtwelt ist so unglaublich klein. Ja, ihr seht, ich bin hier ängstlicher denn je, hier jetzt ein bisschen rumzulaufen. Weil ich so denke, na gut, sobald man das Ding bewegt, wobei das natürlich Quatsch, da tut sich ja nichts. Also bislang läuft es echt gut, muss ich ja wirklich sagen hier. 990 Live-Zuschauer sind wir auch zufrieden. Grüße aus der This is Andy, aus der Nordheide von zwei Vlogger-Neulingen. Ja, herzlich willkommen. Bumchacha sagt, ihr habt den schönsten Sonnenuntergang. Das ist natürlich heute ja auch ein besonderer Tag. Mir war nicht klar, dass gestern Sonnenuntergang, Sommeranfang war gestern spät abends wegen Schaltjahr. Das war mir nicht klar. Das ist dann am 20. Was ist heute? Hä? Gestern war doch der 21. Es ist immer am 21. Irgendjemand hat behauptet, wegen Schaltjahr war es gestern Abend, aber hä? Ist doch immer. Also, naja, ich weiß nicht. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Egal. So, was haben wir noch? Mein Schiff ist auch dabei. Schöne Grüße. Vorfreude, Grüße. Ja, wir müssen mal so ein bisschen gucken. Die Kollegen sind hier ja mit einem super Stream-Setup unterwegs, was dann später beginnt. Also das ist was ihr dann natürlich hier im Hinterkopf haben könntet, wenn dieser Stream hier abbricht oder wenn es nachher einfach nicht sinnvoll ist, irgendwie weiterzumachen, dann haben die Kollegen mit Technik, mit einer Armada an Technik sozusagen und ich glaube, eine Drohne ist dabei und so weiter. Da kann ich natürlich hier mit meinem hier nicht so recht mithalten, ehrlicherweise. Ne? Aber
Also wir wollen mal gucken, wie lange es uns trägt, sage ich mal. Ne? Also ein bisschen entspannt, ein bisschen das Vorprogramm. Genau, Ralf Schaar sagt, heute ist der 22. Ja. Gibt es ein Feuerwerk? Ich weiß bisher tatsächlich wenig, weil es ist ja alles noch so ein bisschen überraschend. Also ich habe halt wohl Ben Zucker beim Soundcheck gesehen. Es war eine geile Zeit. Das ist ja mit dieser Reibeisenstimme, hallo. Ja, Ben Zucker. So, jetzt haben wir wieder die Musik hier. Bam, bam, bam. Gehen wir weiter nach hinten, in der Hoffnung, dass da noch was da ist. Also an Datenverbindung. Also Ben Zucker ist dabei. Und Lennart Wiebo sagt, wie lange planst du zu streamen heute? Das ja, ist jetzt nicht festgelegt. Wir gucken mal so ein bisschen, wie es sich so spontan ergibt. Vielleicht kurz, vielleicht lang. Weil wie gesagt, ich habe ja im Laufe der Jahre schon diverse technische Dramen erlebt und ja, es ist, man muss gucken, wie sinnvoll ich hier gleich irgendwas zeigen kann. So, ja, also. So, Frank, Livestream, willst du was erzählen? Wir sind live auf YouTube. Oh, fein, ja. Achso, genau. Nee, ich nehme schon an, ja, Frank. Ja, also Kiel. Kieler Nachrichten. Genau, Kieler Frank Nachrichten hier. So. Kiel. Und du warst wieder sehr spitzfindig und hast vorher rausbekommen, wo das Schiff überhaupt liegt. Ja, weil das ist natürlich eine Sache, die muss man anmelden. Deutsche Behörden sind ja sehr gründlich und für dieses Event muss ja eine Schifffahrtsbekanntmachung gemacht werden. Da gibt es ein System, das heißt Elvis, und darin muss natürlich der Seehafen Kiel eine Bekanntmachung rechtzeitig machen. Und darin sind genau die Positionsdaten für die Taufe gewesen. Das kam Ende Mai, Anfang Juni. So wusste ich relativ früh, dass diese Taufe nicht in der Kieler Bucht stattfinden soll, so wie das geschrieben, sondern in der Innenförde, direkt vor dem Kreuzfahrtterminal, weil das Hafenamt als zuständige Behörde musste natürlich, so ist es in Deutschland, seine Sachen veröffentlichen und für die Schifffahrt bekannt machen. Genau, das ist nämlich die Geschichte. An vielen Stellen war nämlich geschrieben, Kieler Förde, das wäre da hinten quasi. Irgendwo hinten am Leuchtturm. Ja. So, und da natürlich in Deutschland alles geregelt ist und somit auch die Schifffahrtsstraßenordnung natürlich einen festen Rahmen gibt, war klar, dass wir hier in der Innenförde liegen würden, weil das musste ja rechtzeitig auch vor der Kieler Woche. Genauso das Feuerwerk ist ja angemeldet jetzt am Ende der Kieler Woche, die Windjammerparade. Es gibt ja so mehrere maritime Höhepunkte und die werden alle in hafenbehördlichen Bekanntmachungen veröffentlicht. Man muss sie nur im Internet finden. Also es ist natürlich nicht auf der ersten Seite der Landeshauptstadt Kiel oder bei TUI, sondern das ist irgendwo beim Hafen- und Seemannsamt der Stadt Kiel oder bei Elvis, dem elektronischen Informationssystem für die Seeschifffahrt, da ist das vermerkt, wenn man es denn findet. Ja, ja, ja. Und da bist du schon dann sehr spitzfindig, muss man sagen. Also glaubst du denn, ich weiß nicht, ob man uns das erzählt hat, aber kann man das jetzt überhaupt hier von Land sinnvoll verfolgen? Glaubst du das? Also ja. Also das ist die beste, also dieser Platz hier ist optimal, weil es ist jetzt ja, die Kieler Woche wurde ja 19.30 Uhr eröffnet, also 20 Uhr am Rathausplatz. Dann setzt sich eigentlich die gesamte Kieler Bevölkerung in Bewegung hier runter zur Kiellinie. Und das ist ja die ist der Balkon von Kiel, wenn man so will. Das heißt, die Kiellinie, und man sieht es ja hier unten, da ist richtig Remi-Demi. Das heißt, da sind schon einige tausend Zuschauer, die natürlich jetzt wissen, da kommt was. Und da wir es ja vorher auch angekündigt haben, dass es ein Feuerwerk und eine große Drohnenshow geben wird, sind natürlich die Kieler da schon sehr spitzfindig und werden da jetzt auch reichlich sitzen und sich das anschauen. Ach, haben die auch Drohnenshow wieder angekündigt? Ich habe es gar nicht. Nee, also es ist. Es war ein bisschen. Naja, aber ich habe sie nicht mitbekommen. Ja, also die Einheimischen hier in Kiel, die haben das schnell spitz bekommen, weil die ganzen Sachen müssen ja auch eben angemeldet werden. Das heißt, wenn du über 100 Drohnen steigen lassen willst, brauchst du einen Platz, du brauchst eine Genehmigung und das alles ist ja auch von der Luftfahrtbehörde erteilt worden. Das heißt, wir werden irgendwann nachher, wenn es dunkel ist, ist ja noch ein bisschen hin, werden wir hier eine hoffentlich wunderbare Drohnenshow sehen. Die Drohnen liegen drüben schon auf dem Gelände der Werft. Das sind mehrere hundert, die sind da auf dem Boden aufgereiht, die blinken auch schon, wenn man jetzt hingeht. Und davor ist das Feuerwerk. Also ich bin immer wieder wirklich von deinem Wissen fasziniert, weil das war ja ein Zufall, dass wir uns jetzt hier treffen. Also das ist wirklich irre. Das ist immer für auch alle möglichen nautischen Fragen bist du ja immer erster Ansprechpartner. Wer nun hier, also Kiel ist ja jetzt natürlich auch abseits einer Kreuzfahrt durchaus interessant. Mhm. Wer nun jetzt Kieler Woche jetzt so gar nicht kennt, kann man auch mal von weiter weg mal herkommen, oder? Ja, klar, das ist schnell möglich. Also wenn man nicht gerade auf öffentliche Verkehrsmittel jetzt angewiesen ist zur Kieler Woche, öffentlich sind gerade relativ eng, weil wir haben hier, schätze mal, ein paar hunderttausend Menschen jetzt in der Stadt. Aber man kommt gut ran. Das heißt, wer über die Autobahn zum Beispiel reinkommt,
und ein bisschen nach Norden fährt, der kommt über die Wieg sehr gut hier runter. Und das ist auch jetzt noch. Also ich sag mal, in einer halben Stunde kann man hier aus der Umgebung hier sein. Hamburg wird ein bisschen schwer, weil dafür der Zeitplan, aber nö, das ist... Ist das was, wo ihr Einheimischen auch hingeht? Weil ich frage so ein bisschen bewusst, weil Hamburger Hafengeburtstag, das ist so ein bisschen der Hamburger, ich weiß nicht, ist sich da gefühlt ein bisschen zu schick oder geht da gar nicht hin? Überlässt das mal den Touristen, wie ist hier mit Kieler Woche? Also dieser Tag heute ist auch für die Einheimischen ein ganz, ganz besonderer Tag, weil es ist der Eröffnungstag. Früher, also vor 10, 15 Jahren war es immer der Holzenbummel, das war Tradition, aber inzwischen ist es so, zum Eröffnungstag, wenn das Wetter gut ist, kommt auch hier der Einheimische runter. Und man sieht es ja, da ist richtig, richtig was los da unten. Da sind jetzt auch noch 4000 Marinesoldaten, die sich dazwischen mischen, aber es ist mit Sicherheit auch ein großer Anteil der Kieler ist jetzt hier, weil das Wetter ist toll, es ist ein Traum und wir Kieler wissen ja so, der Sonnabend in der Kieler Woche ist fast immer gut. Danach wird es fürchterlich und davor ist es auch fürchterlich. Aber und jetzt ist, ich habe es ja von meiner eigenen Hut gehört, die sind auch alle. Ein Teil ist im Bierzelt, das ist ja auch da drüben, wo der Radau herkommt. Ja. Ein Teil ist am Rathausplatz, wo es eben so ein bisschen Kulinarik gibt. Und ein Teil ist unten, die Jüngeren sind an der Hörn, wo eben Remi Demi mit Fahrgeschäften, mit Kirmes und sowas ist. Das ist hier in Kiel schon, das ist, gerade dieser Sonnabend ist da ganz besonders. Deswegen ist natürlich die Taufe für TUI auch ein Geschenk. Weil eine größere Bühne kriegen sie nicht. Also das gibt nur die Mitjahrparade nachher. Ach so, ja genau. Und ich wollte jetzt sagen, wie lange ist es denn eine Woche logischerweise? Genau, genau. Es endet immer, die Kieler Woche endet immer am letzten Sonntag im Juni. Ja. Das kann man sich ganz einfach merken. Also die letzte komplette Woche ist immer, im Juni ist immer Kieler Woche. Und das ist einfach so festgesetzt seit Kaisers Zeiten. Ja. Das kennen wir so. Und da lebt die Stadt eben auch mit. Und, aber ernsthaft, vielleicht komme ich nochmal her. Weil ich war noch nie, oder beziehungsweise ich glaube mal als Kind eventuell mal. Aber ich meine, von Hamburg aus, Deutschland-Ticket. Ja, genau, das ist bei mir genauso. Also man fährt schnell runter. Ja. So wie ich auch zum Hafengeburtstag gerne runterfahre und dann mit der Linie 62 einmal von Bubendorf in Finkenwerder zu den Landungsbrücken fahre. Das ist natürlich auch hier genau dasselbe. Es ist ein Volksfest. Der Vorteil gegenüber Hafengeburtstag ist jetzt etwas wärmer. Also es regnet zwar immer noch, aber der Regen ist wärmer als im Mai, wenn man den Hafengeburtstag gefeiert wird am 7. Mai. So, und das, die Krönung ist natürlich nachher die Hanseshail. Das ist ja immer das Ende dieser Maritimfestserie, das ist im August. Daher, aber jetzt Kieler Woche, kann man nur empfehlen. Weißt du noch aus dem Kopf, was das letzte Kreuzfahrtschiff war, was hier in Kiel getauft wurde? Oh, ja genau, das ist die Mein Schiff 4 gewesen, 2014. So lange her, wirklich? Ja. Also 10 Jahre. Genau, das war 10 Jahre, genau in diesem Platz hier auch. Ja. Mit Franziska von Almsig, war hier auch am Ostseekai. Und davor war es natürlich die Aida Sol, war auch so ein Riesen-Event. Und davor hatten wir ein kleineres. Also Deutschland kennen wir ja auch alle. Das Fernsehtraumschiff ist ja auch hier getauft worden, damals von Richard von Weizsäcker. Also das letzte große, richtig schöne Traumschiff, das hier getauft wurde, das war die Mein Schiff 4 hier an diesem Platz. 2014 meine ich. 2013. Also wirklich? Ja. Das ist schon 10 Jahre her. Warte mal. Genau, 4 muss gewesen sein. 15. 4 war 15. Weil 3 war vor 10 Jahren. Ja. Wie die Zeit dann wieder vergeht. Die Zeit läuft. Deswegen, ich hatte vorhin auch bei der Pressekonferenz, als Wiebke Meyer eben anzählte, so der erste Neubau, ja, das stimmt, das war 2000 und sowieso. Also es sind ja schon einige Jahre ins Gang gegangen, es hat sich viel geändert. Nee, deswegen, und das war, aber Mein Schiff 4 war, dann war ja Mein Schiff 5, die ja dann auch von Kiel aus startete zur Taufreise, zur Taufe in Travemünde. Genau, das war ja auch diese Aktion damals, das war 2015. Das war, ging auch hier los, hatte man auch gut gemacht. Und ja, und nun haben wir Mein Schiff 7 hier. Ja. So, das ist dann auch erstmal wieder für lange Zeit erstmal Schluss. Ja, ist überhaupt nicht abzusehen, was danach. Überhaupt nicht also die Mein Schiff Relax, die wird ja mit Sicherheit irgendwo im Süden getauft. Ja. Ja, und dann, also MSC, die ist nun weg gerade, aber wir werden auch nochmal so ein Kandidat, die also auch schon mal im Gespräch waren, für Kiel eine Taufe zu machen. Aber bei AIDA ist ja überhaupt nichts in der Pipeline, da ist Ruhe. Nee, genau. Ja, und hier, ja, bei TUI, das zweite TUI-Schiff nachher aus Italien. Schauen wir mal. Aber Kiel hat halt, hat ja Wiebke Meyer auch gesagt, hat halt einen Vorteil. Man kann hier alles relativ leicht und gut organisieren. Ja. Man hat eine gute Location, wenn das Wetter stimmt. Und dann, ja, dann eignet sich so ein Hafen hier als Bühne für so ein Schiff. In der Größe natürlich exzellent. Ja. So, wir mal auf die Uhr gucken. Ach, haben wir noch 25 Minuten? Das ist doch wahnsinnig hell hier, ne? Ja, das ist ja auch immer bei dem Kieler Wochenfeuerwerk das Problem. Das Kieler Wochenfeuerwerk ist ja immer am Sonntag. Ja. So, und das ist, eigentlich sollte es immer so 23 Uhr sein. Wenn wir einen regnerischen Sonntag haben, dann geht das. Aber wenn wir so diese Mittsommernächte haben, wie jetzt, es ist ja nun die kürzeste Nacht des Jahres fast, dann ist es echt schwer, weil wir haben nicht eine Wolke am Himmel. Und wenn ist ja eigentlich schön, aber für Feuerwerk. Genau, für Feuerwerk, für Pyrotechnik-Experten ist das ein Albtraum. Aber am Ende, klar, es dämmert jetzt so ein bisschen, aber ich sag mal so 23.15 Uhr werden wir wohl eine Dunkelheit haben, die es erlaubt. Und dann sieht das gut aus. Also die Batterien sind aufgestellt drüben, auch auf der Werftseite, da wo die Drohnen stehen.
Und ich glaube, das wird ein ganz eindrucksvolles, so 10, 15 Minuten dauern, relativ kurz. Das war auch so ein Wunsch der Stadt. Also frag was, ehrlich, ich bin, was du alles weißt. Ich bin wirklich geflasht. Das ist wirklich. Ja, das ist halt Local Heroes. Also ich wohne hier in diesem Hafen, das ist mein Wohnzimmer. Deswegen, ja. Und das natürlich dann auch den Kieler Nachrichten zu lesen. Genau. Deswegen haben wir das auch angeteasert, irgendwann haben wir gesagt, auch wenn die Reederei das nicht so wünscht, oder das war ja so abgemacht, um halt einfach nicht so ganz so viele Menschen hier zu locken. Wir hatten voriges Jahr ja das Problem, dass da drüben die Straßen voll waren. Und dass irgendwann das Ordnungsamt sagen muss, so jetzt aus Gedrängesicht, weil einfach zu viele Menschen dann natürlich ans Wasser wollen. Und das war schon ohne Schiff echt extrem schlimm. Und jetzt hat man da so verschiedene Überwachungssysteme, dass man einfach die Menschenmassen ein bisschen steuert. Und daher ist das schon so, dass wir eigentlich hoffen, dass es ganz gut geht jetzt und das Wetter spielt mit. Ja. So, und wenn jetzt die Leute da drüben noch ein bisschen Spaß haben wollen, dann setzen sie sich da an die Kalkkante. Das ist ja das Gute, man kann sich ja da überall hinsetzen. Ja, ja. Ob mit oder ohne Getränk. Aber man hat eben seinen Spaß und ja. Dann hoffen wir mal, dass das auch alles funktioniert, weil die Drohnen... Ja, mit Drohnen ist ja immer so eine Sache. Genau, Drohnen können nicht bei jedem Wind fliegen. Nee. Und deswegen war ja auch heute, man hat es ja gemerkt, so bei den Organisatoren so ein bisschen Sorge, weil wir hatten tagsüber über 20 Knoten Wind. Das ist natürlich, dann ist die Drohne eher in Lübeck nachher als hier über dem Schiff. Und daher war so ein bisschen Sorge, aber jetzt hat sich der Wind gelegt, weit unter 10 Knoten. Sieht man ja auch, die Schiffe fahren jetzt wieder ganz normal hier. Dieses Schiff liegt auch wie festgenagelt hier auf der Stelle. Daher glaube ich mal, dass die Drohnen eine gute Lichtshow abgeben. Wir haben da ja schon ein bisschen Erfahrung in Kiel, muss ich jetzt mal aus Eigenlob sagen, weil die Reederei aus Rostock hat das ja so ein bisschen etabliert hier. Ja. Und auch die Kieler Woche, das Büro, das war ja damals diese Nachhaltigkeitsdebatte, dass man sagt, wir brauchen was als Alternative zum Feuerwerk, was eben nicht so viel Emissionen verursacht. Und dann hat man natürlich hier mit einer Firma aus dem Raum Kiel ein Joint Venture eingegangen, das wirklich super funktioniert, auch in Hamburg inzwischen etabliert ist, sodass einem mit Drohnen schon einiges machbar ist. Und das, was Wiebke Meyer ja auch ankündigte, ich stelle mir das schon ganz gut vor mit dem siebten Himmel und dem maritimen Aspekt, dass da nachher was ganz Tolles in diesem blauen Nachthimmel gezaubert wird. Genau, man hat auch das Gefühl, es ist jetzt auch wieder das Geld für sowas da, ja, dass man sowas... Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Genau, ne? Genau. Die Reedereien verdienen Geld. Ja, also ich habe jetzt gerade in den Quartalsbericht von Carnival ja gesehen, das ist schon, da werden schon die Goldbarren wieder durch den Keller gefahren. Ja, sollen wir hier was vorbeibringen. Aber ja, gut, sie müssen ja auch noch so ein bisschen ihre Schulden abzahlen, aber ja, zurzeit sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Und wir sehen es ja auch hier in Kiel. Vorhin ist die AIDA Nova hier raus. Ich glaube, die hatte mindestens 6.500 Passagiere drauf. Also die sind jetzt auf 110%. Oh, ja. Hier MSC auch. Und das merkt man schon, dass die Schiffe eben voll sind. Und wenn Schiffe voll sind, kann man Geld verdienen. Daher ist die Größenordnung, zwei so Riesendinger, ist das schon eine Herausforderung für Kiel? Auf jeden Fall. Weil, also für den Hafen jetzt nicht. Also die Liegeplätze verdauen das locker. Das Problem ist eher, die Deutsche Bahn oder eben nach Kiel zu kommen. Du musst ja über die Straße kommen oder über die Schiene kommen. Wir haben, glaube ich, 6, 7 ICE-Verbindungen nur. Und das ist schon, wir merken es natürlich daran, dass die Leute eher ins Hotel gehen. Also, dass sie donnerstags, freitags anreisen, dann sind die Hotels zu. Aber für den Hafen selbst ist es keine Herausforderung, das schafft er locker. Das Problem ist eher der Hinterlandbereich. Das heißt, wie komme ich hierher? Und da sind die Passagiere gefordert in Kreativität und ein bisschen, ja, bisschen Spitzfindigkeit und Reiseplanung. Aber Parkplätze auch schwierig. Parkplätze auch schwierig. Man sieht es, wenn man am Flughafen vorbeifährt. Wir haben in Kiel so ziemlich alle. Das Tolle ist natürlich, der Hafen ist ein Segelhafen. Das heißt, wir haben hier wahnsinnig viele Flächen und Hallen, die im Winter für Segelboote reserviert sind. Und da sind natürlich die Kreuzfahrtpassagiere im Sommer ein Geschenk, weil die ganzen Hallenbesitzer oder auch Flächenbesitzer vermarkten dann die Flächen als Parkplätze. Das ist ja in Kiel, wenn man jetzt mal googelt, Parken in Kiel, man findet eigentlich immer was. Ja. So, und der ganz Spitzfindige, der guckt mal bei der Stadt Kiel, weil die hat auch ein Parkhaus, das ist nämlich das Günstigste. Ah, also das sagt einem wahrscheinlich wieder so keiner so richtig. Nein, überhaupt nicht. Nein, also wir haben hier ein großes Top-Parkhaus, brandneu. Ich glaube, da ist der Tagessatz irgendwas bei unter 10 Euro. Da kann man ganz gut parken. Also das ist schon so. Und es ist eben fußläufig vom Terminal entfernt. Aber das hat eben keiner so auf der Rechnung. Aber wenn man googelt, da ist ja immer auch immer in Google so ein unfairer Wettbewerber, findet man das natürlich nicht. Man muss dann schon ganz gezielt bei Parkplätzen in Kiel suchen und wie gesagt, dass die städtischen Parkhäuser, die hier auch direkt am Bahnhof sind, die sind schon recht günstig. Also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich ja auch immer parke und ich dann eben sehe so, das ist schon, das sind 9 Euro oder 10 Euro pro Tag. Das ist sehr günstig. Das ist sehr günstig, ja. Wer in Hamburg mal in Steinwerder geparkt hat und irgendwann nachher, dann fragt man sich auch, wow, ich hätte gerne den Poller, der gehört mir jetzt hier, den nehme ich mit. Ja, also das wirklich, Steinwerder ist. Also das ist schon, die Preise, da habe ich auch gesagt, da habe ich glaube ich unserem Hafenchef hier geschickt und gesagt, hey, da seid ihr aber echt günstig hier. Das ist inspiriert vom Flughafen, glaube ich. Ja, das ist klar. Ich weiß nicht, ob das dann noch der gleiche Betreiber oder war es, glaube ich, auf dem Parkplatz oder irgendwie so. Nein, das ist natürlich der Hamburg-Bonus. Das sieht man auch bei Hafenrundfahrten. Wenn ich in Hamburg bei Abig eine Hafenrundfahrt, da bin ich jetzt bei 22 Euro und zahle dafür 60 Minuten Hafenrundfahrt. Ja, in Kiel
hat man 2 Stunden Hafenrundfahrt für 14 Euro. Das ist dann schon... Oh, das ist günstig. Ja. Also wir haben hier, Frank, ja. Die beste Werbung hier für Kiel. Ja, ja. Aber sehr schön. Vielen Super, Dank. Ja. Wir gucken nachher, wie es wird. Hast du gesehen, gibt es da einen Bereich, wo wir stehen können? Genau, es gibt auf der linken Seite vom Pool, also auf der Backbordseite. Ich wollte gerade sagen, das Seite vom Pool. Da ist du hier von links sprichst, das ist mir hier Backbord. Backbord, genau, Backbord. Also damit die Leute auch, also hier auf diesem Deck, auf Backbordseite, da soll was abgeflattert sein, was extra für Kamera und Medien freigehalten wird. Wenn wir mal nachher unser Glück versuchen hier. So. Ja, Frank, vielen Dank, war sehr schön. So, ich bin ja live auf YouTube, also Achtung, Achtung. Alle Achtung. Dürft ihr zu sehen sein oder lieber nicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bombing, Bombing. Moin, moin, moin. Wer seid ihr denn? Ich bin Leni. Und ich bin der Papa von der Leni, Andreas. Und wo kommt ihr her? Aus Braunschweig. Ach, aus meiner Heimat. Ja, klar. Schönste Stadt der Welt, ne? Aber wir kennen uns nicht. Nein, leider nicht. Aber es ist, wenn er erst Braunschweig-Stöckheim zur Grundschule gegangen, dann sind wir aber nach Salzdahl umgezogen. Okay, wir kommen aus Breuzen. Ah ja, ja. Fernsehturm. Ah ja, Fernsehturm, alles ein Begriff. Ja. Und jetzt, was sagt ihr jetzt hier zur Taufreise? Also es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir noch eine Kabine bekommen haben. Und war nicht ganz so einfach. Ja, genau. Ich habe mich sehr gefreut. Warte mal, ja, Moment, was? Bist du eigentlich der immer auf jedem Schiff ist und das auf dem Fernsehen immer zeigt dann? Ja, genau, der bin ich. Okay. Okay. Ja, genau. Und wie oft warst du schon auf Kreuzfahrt? Ich glaube, das ist jetzt unsere 9. Und in 2 Wochen geht es auch wieder los. Dann wieder auf die Mein Schiff 2 dann. Aha. Und nach Spanien, Lissabon und Nordafrika. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und wenn du das so Freunden erzählst, so sagen die dann so, können sie gar nicht verstehen? Oder ist es so, dass sie sagen, ah cool, würde ich auch gerne? Ja, die freuen sich, also die finden das natürlich auch cool. Die würden das gerne auch selber mal machen, aber ja, genau. Das ist heute. Wobei ich immer schon sage, dass gefühlt heute die Welt reicher geworden, also die Menschen, weil ich weiß nicht, welcher Jahrgang bist du, wenn ich fragen darf? 1972. Ah ja, also 4 Jahre noch mal älter als ich. Ich meine, wann bist du das erste Mal geflogen? Ja, ich habe mit meinen Eltern in Bayern Urlaub gemacht. Ne? Ja, das war halt so. Ne? Borkum, 50 Mark, die Ferienwohnung 1985, weiß ich noch. Aber es gab zu meiner Freude damals, ich 9 Jahre alt, einen großen Schwarz-Weiß-Fernseher. Genau, es gab 3 Programme. Das waren die Zeiten. Also von daher, deswegen, ich finde das auch immer so ein bisschen faszinierend, wo man das so krass, wo das Geld heute her, also es ist irre, ne? Wie das so sich entwickelt hat, sagen wir mal. Ne? Also ich glaube, mittlerweile war ich schon in 17 Ländern. Oh Mann. Und ich bin gerade erst 15, also. Mehr Länder, als du alt bist. Also das ist, genau. Das ist schon heftig, ne? Also da bin ich gar nicht sicher, ob ich auch schon in mehr Ländern war, als ich alt bin. Oh, das wird natürlich, im Alter wird es irgendwann schwierig. Es wird ja immer schwieriger von Jahr zu Jahr. Aber ich glaube, du hast so mehr Erfahrung als wir noch, ne? Ja. Was wir eigentlich nochmal sagen wollten ist, dass meine Tochter ein riesen Fan von dir ist. Ah. Jedes Video von dir wird am Fernseher gespiegelt und Papa, da gibt's ein neues Video und dann wird sogar Fußball gecrashed. Oh nein, ehrlich? Ja. Aber das finde ich das Faszinierende, muss ich ja wirklich sagen, dass ich merke, es sind ganz unterschiedliche Leute, die das, also von ich meine, 15, so natürlich irgendwie, Jungs sind gefühlt immer noch ein bisschen interessierter an so technischen Sachen oder so, ne? Aber das ist von Leuten im Rentenalter oder so, es ist wirklich so gefühlt so durch die Bank. Also ich bin da immer ganz berührt fast, ehrlicherweise. Weil, man weiß das ja immer nicht. Man sitzt zu Hause, man macht da irgendwas und fragt sich so, ist das jetzt das Richtige? Und du weißt ja immer nicht, ne? Man hat ja da auch, das ist so ein bisschen, ja. Und morgen geht's direkt heim, oder? Ja, leider. Aber wie gesagt, in 2,5 Wochen sind wir auf der Mein Schiff 2 von Mallorca aus nach Lissabon. Würde ich mal Zeit geben, dass es Mengenrabatt gibt, ne? Oder wenigstens wieder ein Vielfahrerprogramm. Zumindest gibt es wieder Geschenke auf den Kabinen, ne? Aber das nur während der Taufe, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Keine Ahnung. Also was habt ihr gekriegt? Tassen? Tassen, Bauchtasche. Aber diese was sagst du zu der Bauchtasche? Ja. Gut für dein Pferdefutter. Ja. Gut für dein Pferdefutter. Für die Leckerlis. Ja, jetzt können wir die leider nicht zeigen, die Bauchtasche. Aber naja, gut, heute geschenkt. Heute war noch eine kleine Flasche Gin auf dem Zimmer. Die habe ich auch gesehen, ja genau. Auch für dich? War nett. Nee, das fehlte ja noch. Also insofern, ja. Willst du ein Foto machen oder ja, was? Hier siehst du, das machen wir auch noch. Wenn nicht, dass ich mich aufdrängen würde, aber nicht, dass es hinterher dann, nicht, dass du dich ärgerst hier. Aber so, jetzt machen wir mal. So, einmal hier.
Ja, so. Vielen Dank dafür. Danke, danke. Dankeschön. Ciao, viel Spaß euch noch. Ja. Und ja. Und es wird heute auch noch ein Spektakel, oder? Ja, ja, ja. Also ich glaube ja, ich glaube ja. Du hast ja da so einen kompetenten... Also mal gucken, wie lange wir live dabei sind, aber ja. Ja, so, ich laufe hier nochmal so ein bisschen rum. Viel Spaß. Ich habe ja das Gefühl, ich bin so ein bisschen overdressed, ne? Weil ihr seid auch noch da. Sorry, Chat. So sagt man ja mal Chat. Ach, guck mal, was ist da denn hier? Die Köche sind da drin hier. Hier noch. Briefing der Köche. Die haben heute einen super Job gemacht, muss ich sagen. Die Köche, also das war richtig, richtig gut. Was wollte ich? Ach so, ja, overdressed. Es war der Dresscode maritim elegant, denke ich so. Also ich frage mich, ob den nicht alle bekommen haben, aber das war irgendwie so. Hallo? 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 Ich frage mich, ob das an alle rausging oder nur an einige. Also, weil das ist durchaus möglich, dass man sagt, die eingeladenen Gäste, denen kann man da sagen, dass sie sollen sich da irgendwie was anziehen. Aber bei den Urlaubern, ehrlicherweise, weiß man ja, dass da kaum einer so richtig Lust hat, da nochmal extra Klamotten mitzubringen. Finde ich total verständlich, ne? Ja, MSC-süchtig Berlin, super spontaner Stream. Also ich bin wirklich fast geflasht schon, weil das ist ja, ne, weil das ist natürlich so, wird es nochmal ein bisschen dynamischer. Und der Frank ist wirklich ein toller Kollege, den wir da eben hatten, hier aus Kiel. Und ja, so ist das wirklich richtig gut. Wo warst du denn heute essen, Matthias? Ach, wieder die blöde Musik hier. Die will ich doch nicht, Mensch. Die Musik. Aber ich glaube, heute mit Musik muss ich heute leben, ne? Wo warst du denn heute essen? Ja, sagen wir mal so. Es ist ja normalerweise so, dass irgendwie Mediengruppen an Bord sind, dann ist da meistens irgendwas organisiert. In dem Fall hieß es dann, ihr könnt da essen, wo ihr wollt. Und ich hatte jetzt keine Lust, mich da 2 Stunden oder anderthalb ins Atlantik zu essen, zu sitzen, auch wenn es dann natürlich heute Taufdinner gab. Da habe ich gesagt, ach komm, Ankelmannsplatz, weil es sind hier Freunde teilweise aus Hamburg hier an Bord, dann aus Köln, es sind tausende Kollegen aus der Branche und so weiter. Und da ging es mir jetzt heute eigentlich nur darum, so ein bisschen zweckmäßig da was zu essen. Und später kann ich mir dann von den 5 €, die Carsten Kleinschmidt gerade in den Hut geworfen hat, vielen Dank. Was könnte ich hier abends eigentlich... Kann man hier abends Essen kaufen? Ja, man kann sich beim Diamant-Service etwas auf die Kabine bestellen. Das geht gegen Geld. Oh, und ich kann noch verraten, ich habe gestern, also es ist wirklich, sagen wir mal so, es sind wirklich sehr, sehr viele Leute hier, die ganze Branche ist hier. Ich habe gestern lange mich unterhalten, was ich immer sehr, sehr gerne mache, mit Richard Vogel. Das ist der Gründungsgeschäftsführer von TUI Cruises, der bei AIDA war, der später bei Pullman Tour war. Der ist halt einfach, Urgestein, so vom Typus trifft es das gar nicht, weil das ist ein eher agil wirkender, darf man gar nicht sagen, wie alt er ist, aber das ist immer total super. Der war da. Ich habe mich unterhalten mit Jürgen Gosch. Der war auch da oder ist auch da. Also der von Fisch Gosch. Haben wir so ein bisschen über Fischpreise diskutiert und ja, also das war sehr spannend. Maximilian Arland ist auch da, haben wir auch unterhalten. So einige mehr. Und ist das nicht eine tolle Stimmung hier? 1897 Zuschauer ist ein sehr guter Wert. Vor allen Dingen ist, ja, also das freut mich ja wirklich sehr. Oh Gott, es geht ja auch gleich schon los. Es geht gleich schon los. Und ich bin wirklich geflasht, dass ihr trotz widrigster Netzbedingungen, dass hier doch noch alles geht. Muss ich wirklich sagen. Also das hätte ich heute nicht erwartet. Ja. So, es ließ sich noch nicht klären. Also ich hatte an irgendeiner Stelle ja schon mal diesen Bereich hier vorne gezeigt, wo ich dachte, es ist vielleicht der Außenbereich hier vom Kursraum, der hier drin ist. Fitnessstudio. Ich glaube, da hat man jetzt heute Abend auch hier freie Hand, oder? Mal gucken, ob ich da jetzt... Oh nee, ist ja abgeschlossen, komme ich gar nicht rein. Siehst du, haben sie gesagt, wenn Morg kommt, alles vorher verschließen. Ja, ich dachte hier, das ist der Außenbereich, könnte man Yoga hier machen, aber irgendjemand sagte, hier werden zuweilen Liegen nicht reserviert, sondern Liegen gelagert. Lagernde Liegen, ja. Und damit die keiner klaut, die lagernden Liegen, ist dann hier eine Kamera. So, gleich macht's piep, piep, piep oder so. Nee.
Ja. So, mal gucken. Gehst du morgen noch einmal live? Die Micha. Hey, also es war, also das hat jetzt hier diese Live-Geschichte, das hat dieses Mal ganz besonders viel Spaß gemacht. Das ist natürlich in der Kombination mit der Kreuzfahrt, glaube ich, eine echt ganz coole Geschichte. Ja, also müssen wir mal gucken, in welche Richtung das dann künftig weitergeht. Was ist denn noch alles geplant? Oh ja, ich habe heute super Nachrichten gehört. Wir sind schon mal, die erste große Rutsche hat schon reserviert für die Follower-Reise. Also das waren heute schon sehr, sehr erfreulich. Also da freue ich mich richtig, dass das bei euch so gut ankam, was wir da machen vom 30. Oktober bis 4. November. Da geht es erstmal im Flieger nach London, dann nach Southampton auf die Queen Victoria, Kurzreise, 4 Nächte nach Seebrügge und Rotterdam. Und dann geht es zurück, was für mich spannend ist, weil ich noch nie bei Cunard war. Ja, also unglaublich. Soll da gar nicht mehr so steif sein wie sonst, wie früher oder was. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier jeden Abend so rumläuft oder was. Nein, nein, nein. Tea Time Cruise im Herbst. Ja, ein bisschen Tea Time nachmittags ist ja auch immer irgendwie eine ganz schöne Sache. Und dann geht es nach dieser Kreuzfahrt, geht es nach London. Und da gucken wir dann ABBA Voyage, diese riesige, berühmte ABBA-Show, wo man Avatare nachgebildet hat. Also die nachgemachten ABBA-Musiker sozusagen. Und dann übernachten wir eine Nacht in London und dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Ja, wenn ihr dabei sein möchtet noch, könnt ihr Infos auf more.de sehen. Genau. Bei Mein Schiff ist der Stream noch nicht gestartet. Echt nicht? Echt nicht? Ach, deswegen ist noch so voll. Ich habe so gedacht, so, bereitest du mal vor, weil ich weiß ja, dass dieses Streaming-Thema ein labiles ist. Es kann immer irgendwas passieren. Ich muss mal kurz hier meinen Schuh zumachen. Entschuldigung, deswegen muss ich mal kurz hier absetzen. Und dann habe ich gedacht, jetzt knie ich hier mit meinem neuen Anzug, wenn das jemand sieht hier. Okay, ist doch Viskose, geht doch gleich kaputt wahrscheinlich. Und wieder hoch. Noch geht's. So alt bin ich noch nicht. Und dann dachte ich so, naja, du kannst es ja machen vielleicht, falls irgendwas dazwischen kommt oder was. Bei denen, ja. Wann gehst du denn von Bord? Fragt Ralf Schaar. Morgen früh, ja. Marco Daum. Unser Superfan hier. Marco Daum, da war bei der Mein Schiff 7 Rundgang schon online auf YouTube. Worüber diskutiert ihr gerade, Marco? Ja, gute Frage. wann legt ihr wieder an? 1.30 Uhr meines Wissens, ja. 1.30 Uhr, weil das ist nämlich, das haben wir dem Frank gerade nicht entlockt sozusagen. Der Frank bleibt nämlich nur bis, 1.30 Uhr an Bord und ja. Genau, so. Dann ist nämlich für die vorbei. Ich übernachte hier noch und dann geht es morgen um 9 Uhr außer Kabine. Und dann ist auch gut. Hast dich fein gemacht. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ja, man muss, also, ich habe halt gedacht, alle sind dann so, aber das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich ehrlicherweise was anderes, wenn du jetzt so eine Veranstaltung hast, wo überwiegend oder nur geladene Gäste sind. Den geladenen Gästen kannst du natürlich allen sagen, hier, zieht euch was an, so, was wir wollen. Und, aber das ist natürlich so mit den Gästen und so, das ist natürlich dann was anderes, ja. Weil wie gesagt, es hat halt jetzt nicht jeder verstehe ich total, sich da jetzt irgendwie groß zu verkleiden oder so. Aber ich habe es jetzt ganz locker gemacht, hier ohne Krawatte. So, aber es ist ja schön, dass der eine oder andere noch da ist hier, trotz mein Schiffstream, aber das ist, wir gucken halt mal ein bisschen, wie es so weitergeht. Ja. Wieso wurde die Kooperation mit Tim Raue beendet? Nee, die Kooperation wurde nicht beendet, man hat die schlicht auf diesem Schiff hier nicht. Ja, aber man hat sie dann wieder, man hat eine Kooperation wieder in irgendeiner Form auf der Mein Schiff Relax. Ach, guck mal, hier da hinten ist so ein Freefall Tower. Ich bin ja auch hier bekanntermaßen ein
Ja, also ich mag ja durchaus Freizeitparks, also jetzt nicht. Es gibt sicherlich größere Fans, die dann auch ständig irgendwo fahren und so. Ich jetzt bin da eher so ein passiver Freizeitpark-Fan, wobei das ja jetzt Kirmes, auch finde ich auch mal ganz nett in Hamburg und so. Irgendwie hat das was, ja. So, also wie sagt denn das Timing hier? Oh, da haben wir jetzt 1959 Leute. Wo kommt ihr denn alle her? Mensch, was ist denn los? Was gab es denn an besonderem Programm, Essen heute an Bord? Christian Gehrs. Also, es gab so einen Talk halt mit Kapitän Holm und dem aktuellen Kapitän Omar Caruana. Oh, ich höre hier eine kleine Drohne. Warte mal hier. Ups, da ist die Drohne. Ups. Da ist die Drohne. Dass die mich hier filmt oder was beim Stream? Nee, oh, sie ist unscharf. Aber Omar Caruana, der ist seit 2009 bei TUI Cruises und war also bei Kjell Holm seinerzeit, Offizier. Und der war auch da, der wohnt, ist ja ein Malteser. Ja, also auch was... auch gar nicht so eine typische Kapitänsnation oder Nautikernation, würde ich denken, ja. So, gibt es das Schmankerl noch? Auf diesem Schiff gibt es das nicht. Anna hat Werbung gemacht im TUI-Stream. Wie viele Zuschauer hat denn der TUI-Stream? Das würde mich mal interessieren. Es gibt österreichische Dinge tatsächlich jetzt inklusive im Café Zentral. Da gibt es dann einen Apfelstrudel. Ah, verdammt. Da fällt mir ein, den habe ich gar nicht probiert. Habe ich da nicht was gerade von Freefall-Turm erzählt? Das ist gar kein Freefall-Turm, sehe ich gerade. Ach, Herr Mohr, Mensch. Solange die Drohne da nicht reinfliegt, aber das ist zu weit weg. Die surrt hier nur über das Schiff. Also, so, alle das Video liken. Eigentlich ist doch Fußball. Ach, ist auch Fußball? Ja. Jetzt heißt es hin und her switchen. Naja. Ach, Steven Hildebrand, was für ein schöner Stream. Ja, vielen, vielen Dank. Hast du alle anderen neuen alkoholfreien Cocktails schon durchprobiert? Nee. Gestern habe ich dann doch mal, im Zuge, wo hier jetzt Freunde an Bord sind, bin ich doch mal auf Alkohol umgestiegen tatsächlich. Jarne ist auch da, moin. Der war auch noch da hier. Gute Stimmung an der Kiellinie, ja. 5000 Stream bei TUI, ach. Da bin ich hier mit meinen 1568 ganz zufrieden. Ist doch ganz gut. Ja, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, Stream-Reichweite zu bekommen. Das ist ein ganz schwieriges Geschäft, also in Anführungsstrichen. Jeder, der da so ein bisschen damit zu tun hat. Tanja ist auch dabei. Hamburg Hafen Live, hallo. Die kann da ein Lied von singen. Von Stream-Reichweite nicht so trivial, sagen wir es mal so. Ja, also deswegen bin ich doch hier mit meinen... Oh, jetzt sind 200 weg. Was ist passiert hier? Meine Güte. Haben Sie da Gutscheincode gerade durchgegeben? 10% Rabatt auf die nächste Mein-Schiff-Reise oder was? Also das ist... Oh, jetzt ist aber hier der gespeicherte Bereich hier. So, hallo? Ist ja hier der... doch voller jetzt als gedacht hier. Also von daher wird es wahrscheinlich gar nicht sein, dass ich hier... Willst du hier Prost? Der Taufcocktail. Was? Der Taufcocktail. Weißt du denn, was da drin ist? Ja, Absinth, Maracuja und noch irgendwelche leckeren Sachen. Muss man mögen. Ah ja, ja, okay. Ist so. Ah ja, ja, Absinth. Willst du mit rein? Nö, ja, später. Moin. Auch mit auf Video, hallo. Du bist noch minderjährig. Du darfst ja, nicht ich so. Bin du nicht mehr minderjährig. Bist du was? 16. Nicht? Was? Ich bin 16. Da darf man da schon in Videos rein? Ja. Hallo. Hallo. Danke. Aber er doch noch nicht. Ja, wie gesagt, man muss natürlich gerade in der heutigen Zeit so ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist natürlich so, dass hier mittlerweile lauter Leute sind, die irgendwas filmen. Wobei, jetzt zeige ich nur den Himmel und es sind keine Drohnen da. Aber man muss sich da ein bisschen... Oh, jetzt ist die Verbindung weg. Ups. Jetzt sind wir wieder da. War es doch ein kurzer Abriss. Willst du einmal live auf YouTube sein? Was? Einfach einmal live. Du bist hier Alexander Ewig von AIDA. Ich halte es fest. Achso, du haltest fest. Jetzt, die Leute sind ja überrascht, als ich erzählt habe, dass auch AIDA hier ist tatsächlich. Ja, wir sind sehr gerne hier. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander.
weil der Markt für die Kreuzfahrten, der ist groß genug. Und es ist toll, dass wir zwei völlig unterschiedliche Produkte im Markt haben, mit AIDA und mit TUI Cruises. Insofern sind wir sehr gerne hier und haben ein gutes Verhältnis zueinander. Und du bist ja nun seit fast 5 Jahren in der Kreuzfahrt. Auch für dich mal spannend, auch mal so einen Mitbewerber zu sehen, weil es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt ständig, meine, du bist verantwortlich für Marketing und Sales, du bist jetzt nicht ständig bei irgendwelchen Mitbewerbern, ne? Sondern das ergibt sich jetzt eigentlich auch für dich selten mal. Ne? Genau, also vor allen Dingen bei Mitbewerbern, die nicht zu unserem Konzern gehören. Ne? Also ja, bei Costa bin ich natürlich relativ häufig an Bord, bei Hall war ich jetzt mal vor kurzem an Bord, bei Karneval, aber das war tatsächlich bei TUI ist mein erstes Mal. Ja. Also spannend. Insofern, du kannst natürlich wenig dazu sagen, wie es dir gefällt, aber das ist natürlich... Ich finde es ganz okay dafür, dass nicht AIDA ist. Ja. Viel Spaß. So, also es ist ja hier schon... Also das ist ja echt krass, was wir hier für hochkarätige Gäste haben. Ne? Einmal von AIDA gekapert, so der Stream. Also weil Alexander ist, ja wie gesagt, eigentlich so... auf der zweiten Ebene da im Unternehmen bei AIDA und der ist halt für Sales zuständig. Also wenn die Preise zu hoch sind, könnt ihr über euch beschweren hier. So, Gerrit von Horn ist dabei, viele Grüße. Hast du die Pommes jetzt getestet? Ich fand sie jetzt besser. Jens fragt, ja. Also ich fand die Pommes richtig, richtig gut. Also nicht mittelgut. Nein, doch. Also sie waren nicht so wie früher. Oh, jetzt schreibt jemand, der Moderator bei TUI sei nicht so gut und gar nicht unterhaltsam. Die Schwierigkeit ist aber auch, wenn ich fest angestellt bin in einer Firma. Und das ist der Francesco Napoli, macht das, glaube ich, der auch kurze Zeit mal als Kreuzfahrtdirektor gearbeitet hat, aber eigentlich an Land arbeitet. Man ist da in einer blöden Situation, denke ich mal, so als Festangestellter. Weil dann immer ist da irgendjemand, der will, der hat da irgendwas zu sagen und was auch immer. Und man traut sich natürlich nicht. Ja? Also das lebt ja halt eigentlich so, wenn man Unterhaltung macht, das lebt ja von einer gewissen Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit ist schwer zu machen, sage ich mal, als Festangestellter irgendwo. Ne? Also das ist dann immer so ein bisschen, das gilt an vielen Stellen. Ich meine, ich habe auch lange im NDR gearbeitet, da ist es auch schwer mit der Leichtigkeit. Ja, das ist... Dann sagt da wieder irgendjemand was, nee, also finden wir nicht, fanden wir es nicht gut, so, ja. Oh Mensch, Stefan W. aus Ahell, du bist so sympathisch und ein Hamburger Jung. Du hast es bis dato nicht geschafft, mich für eine Kreuzfahrt zu beseitigen, weil du alles so genial... Ach so, ich habe dich nicht begeistert, weil ich alles so genial zeige. Ach so, Aber ist nicht, soll nicht eigentlich hier, hallo Freunde, 22.33 Uhr, ist es nicht, soll es nicht seit 3 Minuten losgehen hier? Ja, also so ein bisschen hier aus der zweiten Linie. Also, wir schauen mal. Im Zweifel machen wir. Oder aber die fangen noch nicht an, weil sie denken, ich muss erst meinen Stream beenden. Das ist natürlich auch so eine Sache. Hätten sie dich mal fragen sollen, das zu moderieren, Matthias? Ich hätte es vielleicht als Collab, hätte ich es, glaube ich, gemacht, dass man das parallel gestreamt hätte bei mir und bei denen. So, also das, warum eigentlich nicht? So, ne? Das wäre, weil ich kann ja Sachen sagen, die kann er nicht sagen. Wobei, dann würden sie mich nicht wieder engagieren. Also, ja. So. Herr Napoli hat mir mal mein Schiffkreuzfahrt verkauft. Direkt eine schöne Aussichtssuite. Ach, gucke. Ich weiß gar nicht, ob der mal, war der an Bord? Reiseberater auch oder was? Ja. Wie viele Schritte hast du aktuell auf deiner Uhr? Heute glaube ich nicht so viel. Es ist übrigens gerade so richtig warm, ist es nicht. Es ist ein bisschen fresh jetzt, also es frischt ein bisschen auf. Ja. Oh, jetzt hier. Also wie gesagt, mal gucken, ob man sinnvoll hier irgendwas jetzt zeigen kann, hier aus der 10-Reihe. Aber ich meine, gut, am Ende ist ja authentisch hier, ist wie ein Gast. Ne? Als Gast stehe ich ja auch nicht da vorne. Oh, die Drohne surrt wieder hier wie eine wild gewordene Hornisse. So, wo ist sie denn? Hä? Ich sehe die doch hier eigentlich. Ich sehe sie. Ist es schon so dunkel, dass man die gar nicht mehr... Wo ist die Drohne? Die wild gewordene Hornisse? Oder es ist... Oder gibt es wild gewordene Hornissen, die leuchten? Dann ist es vielleicht so eine. Aber na... Ah. Oh, jetzt ist alles unscharf hier. Da brauchen wir erstmal hier iPhone 16. Das iPhone 16 wird dann so sein. Jetzt ist es so, jetzt ist die Musik ausgegangen. Vielleicht warten die wirklich, dass ich den Stream beende. Aber
Das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ja, ne? Konnte man als Gast heute mit den Tenderbooten nach Kiel reintendern? Sehr gute Frage. Nee, konnte man nicht, aber es wurden noch Leute an Bord getendert, ja, die an Bord gekommen sind, sozusagen. Genau. Mhm. Moin aus Vechta. Viele Grüße. Jawohl. Mhm. Ist aktuell Kieler Woche. Man sieht Fahrgeschäfte im Hintergrund leuchten. Ja, Steven M. hat etwas später eingeschaltet. Das ist natürlich auch willkommen. Genau, es ist Kieler Woche. Hauptsache, es regnet nicht, finde ich auch. Also ich glaube, weniger als 14 Grad soll es nicht werden. Ne? So, ihr Lieben. Oh! Jetzt kommt hier was. Jetzt kommt was. Die große Freiheit wieder. Ich mal gucken. Mal gucken, was hier. Ah. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier auf Mein Schiff 7, obwohl den Namen gibt es ja noch nicht. Jetzt ist der Moment gekommen, auf den Sie alle gewartet haben. Mein Name ist Peter Illmann. Vielleicht kennt einige von gibt euch es noch. Ja, nee. Dankeschön. Formel 1, Peter Sportshow. Den gibt es noch. Und ich habe ja auch eine Reisesendung mal gemacht fürs ZDF, wo ich an Traumorten dieser Welt war, an Sehnsuchtsorten, an Wohlfühlorten wie Rio de Janeiro, wie Sydney, und habe mir immer gedacht, wie schön wäre das, diese Orte mit einem Wohlfühlschiff zu erreichen. Und es gibt ja mein Schiff, und insofern weiß ich, wie man das heutzutage macht. Ich hoffe, der Anzug trifft die Farbe. Ich habe extra lange überlegt, dass das auch alles richtig schön hinkommt, aber das tut es auf jeden Fall. Und das ist auch schon mal gut so. Wir starten gleich mit einer wirklich spektakulären Show, muss ich Ihnen sagen. Und ich darf Sie alle herzlich begrüßen, euch alle herzlich begrüßen und natürlich auch alle Leute im Streaming, denn es gibt ja auch eine alle ganze Leute Menge im Streaming. Leute, guck mal, er sieht euch. Unsere Zeremonie, unsere Feierlichkeiten sozusagen im Streaming sehen. Ich weiß zwar nicht, wo die Kamera jetzt ist. Ich sage einfach mal geradeaus. Hier. Herzlich willkommen auf alle, für alle, die jetzt im Streaming zu uns dabei sind. Hi, moin. Denn es wird wirklich ein Wahnsinn. Ja. Also ja, 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 ja. Sie können sich so freuen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Also, siehste, hat er euch ich sogar habe in Gelsenkirchen vor 60.000 Menschen gestanden. Das war nicht so gilt. Foto machen, ja klar. Eine Taufe, und so eine Taufe ist auch für mich was gerne. Ganz, ganz Besonderes. So. Und warte mal, insofern für Sie natürlich ist, auch. Komm einmal jetzt hier vor. Wollen wir ganz kurz noch ein paar Worte den hier auf der Bühne Fotoshooting. Verlieren, bevor die ganz große Show losgeht. Und ich darf den Mann. Okay, während er jetzt redet, da ist vielleicht gar nicht so interessant. Sie alle durch Stürme, oder? Tiefen, Höhen ganz sicher geleitet. Unseren Kapitän Omar Caruana zum einen. Und. Hallo, ja, genau, Omar. Da kommt der Kapitän und jetzt. CEO von TUI der Cruises. Sieht ja ähnlich. Wiebke Meyer. Aber er ist 10 Jahre, ich glaube 15 Jahre älter oder so. Ba, 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 ba. Ja, ich halte halt dieses Ding hier einen Meter in die Luft, ja, aber geht Frage, ganz gut. Ich sehe selber nichts, aber ich sehe es auf dem Bildschirm. Eigentlich ist ja sie die Chefin und du der Kapitän, aber ich glaube, am Schiff ist immer der Kapitän. Oh, er duzt den Kapitän. Ich das ist ja selten, dass so ein Kapitän geduzt wird. Ja, das muss also, ja mal ein bisschen festgehalten werden. Ja. Eine Tauffahrt ist ja was wirklich ganz Besonderes und das ist für dich als Kapitän auch die erste, ne? Ja, ganz mein genau. Stream also, ist vor dem anderen ich Stream. Sehr lange was ist der Stream-Rekord? Weiß ich nicht. Gewartet, bin mit TUI Cruises seit 15 Jahren tätig. Habe immer natürlich auf diesen Moment geträumt und endlich habe ich natürlich die Ehre, hier zusammen mit meiner Crew und zusammen hier mit Ihnen, unseren Kollegen von meiner Seite, diesen Moment zusammen zu feiern. Juhu, Wiebke, was? Dankeschön. Marco Daum schreibt hier gehässige Kommentare, aber du hast recht. Eine Taufe, einer Schiffstaufe. Es hat ja eine riesige Tradition in der Seefahrt. Was ist das ganz Besondere auch an einer Main-Schiff-Taufe? Eine Main-Schiff-Taufe ist insofern besonders, das ist ja eine schwierige Frage hier. Schiffstaufe hier damit komplettiert wird, was in 2 Jahren Bauzeit entstanden ist und noch viel früher in der ganzen Designphase. Und wie Omar schon sagte, da haben ganz, ganz viele Menschen dran gearbeitet, dass wir dieses schöne Schiff jetzt hier so haben und sind ja auch schon ein paar Reisen unterwegs gewesen. Aber die Taufe ist nochmal ganz besonders, weil sie dem Schiff und seiner Besatzung und seinen Gästen
dann alles Gute wünscht und für Wohlwollen steht. Aber das kann Omar vielleicht noch ein bisschen besser wiedergeben, als ich das kann. Und insofern komplettiert das heute, dieses Ereignis heute, und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ja. Wie kommt es denn zu Kiel, ausgerechnet in Kiel, zur Kieler Woche? Ich meine, eine schönere Kulisse, glaube ich, können wir überhaupt nicht haben. Und das Wetter spielt auch mit. Naja, warum das Schiff Kiel? Kam aus dem Norden, ne? Aus Turku. Kiel ist immer der erste Hafen, den wir mit dieser Schiffsklasse, und das ist jetzt das siebte Schiff, was wir bei der Meyerwerft in Turku gebaut haben. Und dann ist Kiel immer der erste Hafen, wo wir hinfahren. Und wir waren schon mal 2015 hier zur Taufe der Mein Schiff 4. Da kamen ein paar andere Taufen dazwischen. Und jetzt freuen wir uns, dass das so zusammengefallen ist, mit dem, dass die Kieler Woche nun auch gerade stattfindet und wir, glaube ich, gestern den längsten Tag des Jahres hatten. Für heute auch an einem wunderschönen Himmel hier in der Förde sehen. Und insofern haben wir gesagt, das müssen wir hinkriegen. Und Omar hat es möglich gemacht mit seinem Team. Ja, ganz genau. Und Kiel wird auch unser Heimathafen in der Sommersaison. Also ich glaube, es ist sehr passend, diese Taufe hier in Kiel zu feiern. Absolut. Eine Frage noch, mein Schiff gibt es ja schon eine ganze Reihe von Jahren. Was hat sich denn verändert auf den Schiffen? Was ist das Besondere? Was möchten Sie Passagiere? Gibt es da Vorlieben, die sich geändert haben, dass die Schiffe auch anders gebaut werden? Wie sieht das aus? Dies ist eine Baureihe, die sich gleicht, was aber ja auch gut ist. Insofern findet sich sehr viel, was auf allen Schiffen gleich ist, was Ihnen als Gäste die Möglichkeit gibt, nach Route zu entscheiden und Sie überall das bewährte Wohlfühlkonzept finden. Aber wenn man Schiffe, so wie wir das getan haben, von 2014 bis 2019 jedes Jahr ein neues Schiff gebaut hat, dann kann man natürlich auch immer optimieren. Und das haben wir getan. Das haben wir gestern auch gehört von Dennis Mieker, unserem Vice President für die Entwicklung hier und für das Konzept an Bord. Wir sagen, wo können wir noch mal optimieren? Und dafür spielen Sie, liebe Gäste, eine große Rolle. Denn Ihr Feedback fließt immer ein. Und so haben wir hier auf der Mein Schiff 7 auch zum Beispiel wieder ein Champagner-Treff mit einer Terrasse. Wir haben Einzelkabinen auf diesem Schiff und insofern haben wir viel optimiert. Und wir haben auch noch mal im Punkto Nachhaltigkeit was getan und sind vorbereitet auf den Schiffsbetrieb von morgen. Jetzt wissen ja, alle, gut, sehr gut. Sie beide, also wenn irgendwelche Sachen sind, dann werden wahrscheinlich einige kommen und Sie fragen, kommt das manchmal vor, dass Passagiere auf dich zukommen und sagen, ach, ich würde noch gern dies machen oder jenes wissen? Ich meine, kommen die Leute auch auf dich zu und fragen etwas zum Schiff oder so? Passiert das oft? Ja, die ganze Zeit eigentlich. Es gibt immer viele Fragen und wir sind natürlich immer bereit, diese Frage zu beantworten. Aber ja, also wir haben, ich glaube, nach sieben Schiffen von der gleichen Klasse, wir haben jetzt das Schiff wirklich optimiert für unsere Gäste und ich glaube, wir haben jetzt pretty much das perfekte Produkt hier. Wunderbar. So, die beiden sind ja schon in der Rangfolge relativ hoch, also Kapitän, nicht? Und Chefin von TUI Cruises. Wir können aber noch sozusagen eins drauflegen. Ich hoffe, ihr seid nicht beleidigt. Denn wir haben noch einen Gast hier, den ich jetzt vorstellen möchte. Und das ist der CEO, der Vorstandsvorsitzende der gesamten TUI Group. Und das ist Sebastian Ebel. Aha, Braunschweiger. Also auch ein Niedersachse. Der ist mir doch gerade über den Weg gelaufen. Das liest man sonst war nicht sicher, wer das ist. Hier ist einer. Vielen Dank, MSC-süchtig. Ich möchte natürlich auch mal beim Schopfe packen. Vorstand von TUI, das ist schon, ihr habt ja nicht nur Cruises, nicht? Also Cruises ist aber ein ganz wichtiger Teil, glaube ich, von TUI. Der TUI Group. Also auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. Und eins ist klar, auf dem Schiff hat immer der Kapitän das Sagen. Ja, das wollte ich da ja nur hören. Oder ich machen, was wir wollen. Gut so. Das gut ist so. Ja, TUI Cruises ist ein fantastischer Markenname, Brand, und das hilft der gesamten TUI. Und deshalb sind wir so wahnsinnig stolz, was hier bei TUI Cruises vom ganzen Team geleistet wird. Ja gut, das ist die Cash-Cow hier. Ne? Jetzt ist ja so, wenn man Chef vom TUI-Konzern ist, von der TUI Group, sehr viel mit Urlaub letztlich auch zu tun hat. Wo fährt denn der Chef in Urlaub hin? Was ist der Geheimtipp? Also der Geheimtipp ist natürlich mein Schiff. Ja. Ich sag mal, griechische Inseln, passt ja auch zu dir. Eine Woche ist ein Traum und eine unheimlich tolle Mischung zwischen Entspannung und Dingen, die man an Land erleben kann.
Das ist gut, aber kein Geheimtipp. Insofern, also griechische Inseln war schon so ein bisschen was. Gibt es denn auf dem Schiff einen geheimen Ort, wo irgendwie jeder seine Vorlieben hat, wo ihr euch am liebsten hinbegebt, wenn ihr auf dem Schiff seid? Der Kapitän ist natürlich immer auf dem Schiff, ihr nicht immer. Aber gibt es da gewisse Orte, wo ihr sagt, da bin ich am liebsten, ja, da entspanne ich am besten? Wiebke Meier gern auf dem Balkon. Ich weiß jetzt nicht, wie der richtige Name ist auf der Brücke, diese Seitenausblicke. Lock. Wenn man da drauf steht und dann runter guckt, das ist phänomenal, nach unten in die Weite. Und das ist einer der interessantesten und schönsten Plätze, finde ich. Kommt man halt nur nicht hin. Ne? Unterhalten unser Brückenteam. Das ist ein schöner Ort. Das ist schon mal klar. Aber wenn man mit Schiffen sehr viel zu tun hat, ist man dann auch froh, wenn man mal sozusagen in einer Berghütte ist? Oder ist Schiffe sozusagen auch das Thema, auf das du stehst, auf das du auch immer wieder gehst? Ja, früher hatte man den Vorteil, dass es das Wi-Fi nicht so gut ist. Das habt ihr jetzt auch geändert. Also da ist man ständig erreichbar und es gibt trotzdem ganz ruhige Ecken. Und das ist einfach schön, wenn man wie heute den Blick hat in den Sonnenuntergang. Das ist unheimlich entspannend und wirklich was ganz, ganz Besonderes und jeden Tag neu. Ja. Also ich kann nur sagen, ich bin stolz hier zu sein, froh hier zu sein. Ich habe früher immer die Schiffe gesehen, die großen Schiffe, und dachte, oh, einmal da drauf sein. Und jetzt habe ich es erlebt und ich glaube, da spreche ich für Sie alle. Es ist ein wunderschönes Erlebnis. Es ist wirklich ein Wohlfühlschiff, wo man das alles machen kann, was man gerne macht. Essen, trinken, ausruhen, alles, was möglich ist. Insofern ist das alles wunderschön. Von Weitem hat der Moderator Ähnlichkeit mit dir, Matthias. Ja, ich sehe den ja nur ganz hier auf dem Screen so ein bisschen. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch allen. Wir folgen jetzt dem Programm. Aber was für ein lockeres Getue zu dir, der CEO von TUI und so alle. Sie werden jetzt eine kleine, einen Applaus nochmal für alle. Ja, so. Sie werden jetzt eine kleine Show erleben. Und da muss man so ein bisschen träumen. Und es gibt einen jungen Matrosen, der hier gleich auftauchen wird. Und der wird stellvertretend für Sie alle, aber auch für die Crew, für die gesamten Besatzungen der Mein Schiffe sozusagen, die Welt erkunden. Und vielleicht haben Sie noch in Erinnerung, wie das war, als Sie zum ersten Mal eine Kreuzfahrt gemacht haben, wie das dann war, exotische Orte Anne, zu sehen, vielen Dank fürs Lob, ganz neue Destinationen und das Ganze mit einem Wohlfühlfaktor an Bord. Und genau das möchten wir jetzt eigentlich so ein bisschen hier ausdrücken in unserer kleinen Show-Performance. Und die ist nicht nur klein, die ist spektakulär, kann ich Ihnen sagen. Und darum sage ich nur, ja, der siebte Himmel auf See. Viel Vergnügen. Quatsch nicht moderiere, ja. Finde den Fehler, genau. So. Mein Herz ist weit und tief wie der Ozean selbst. Unter mir Wasser. Vor mir und hinter mir das unendliche Meer. Jede Welle trägt eine neue Geschichte. Jede Brise ein süßes Lied der Freiheit zu mir. Ich bin bereit, ein echter Seemann zu werden. Jede unbekannte Bucht, jede fremde Hafen wird mir eine neue Perspektive, ein neues Verständnis bringen. Mit jedem neuen Horizont, den mein Schiff erreichen wird, lerne ich über die Welt, über die Menschen und dann meistens über mich selbst. Ich werde Freunde finden, Freunde, die mit mir reisen und gemeinsam das Abenteuer suchen. Wir werden die Wärme der Sonne spüren, die überall anders scheint, und den Geschmack neuer Speisen schmecken. Den Kompass stets auf den eigenen Traum gerichtet. Mein Traum. Sie sagen, dass der Himmel jeden Tag ein Stück des Horizonts aufdeckt und sich dahinter die Schönheit der Welt verbindet. Das ist er. Mein Traum. Das ist Wohlfühlen. Das ist der siebte Himmel auf See. Aber
Ist denn jetzt was passiert? Ich habe gar nichts sehen können, außer jetzt der Kapitän Holm. Oder habe ich was übersehen? So, da hinten passiert was. Wechselt der Kapitän am Sonntag. Omar Caruana geht dann nach 5 Monaten nach Hause. Und es kommt, ach, ich hab's vergessen, ich glaube nicht Thorn, sondern wie heißt der Jens? Heißt der nicht Jens? Nee, nicht Jens Thorn, der gibt's ja nicht. Jens oder so ähnlich? Nee. Oh. Der Kapitän, der kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Sonntag, genau, also morgen. Das war ein gutes Oberkörpertraining, weil ich hier diese Stange irgendwie über den Kopf halte. Das ist alles nicht so ganz ohne, aber... Ja, ich meine, geht doch. Dafür, dass ich hier hinten nur einen Platz habe. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind das auch extra Tänzer oder was? Ich meine, das ist nicht das Standard-Ensemble, sondern die hat man hier extra an Bord geholt. Und man hat auch die letzten Tage hier immer geprobt, ja. Oh, der Stream hängt, okay. Oh no. Mir leid, das ist halt der Tatsache geschuldet hier mit den Handynetzen. Jetzt kommt Wasser noch ins Spiel hier, wow. Aus dem 25 Meter Pool, deswegen konnte man den heute nicht benutzen. Ach, Marco Litzenberg auch dabei, viele Grüße, Datenvolumen schon aufgebracht. Nee, man hat ja diesen Monat bei Telekom unbegrenzt. Den Slogan im Thumbnail sehe ich ja jetzt erst. Willst du viel? Tauf in Kiel, ja. Ich mag
ja Wortspiele manchmal oder beziehungsweise Abwandlungen von Werbeslogans. Berlin und dann immer diese Plastikmusik, irgendwas Feierliches her. Plastik oder Ähnliches. Vielleicht hat das KI komponiert. Ups. Das wäre ja was. Aber es ist so ein bisschen, also. Dann kommt der Ben Zucker, wahrscheinlich dauert das noch ein bisschen. Oh, jetzt Licht hier, warte mal. Ups. Jetzt ist das Licht hier angegangen, hier auf dem, auf der Brücke. Wow. Schöne Grüße aus Bielefeld an Stefan Gerler. Richtig langweilig irgendwie. Oh nein! Jetzt Akrobatik hier. Karl Alexander, viele Grüße aus Berlin. Ja, es ist jetzt keine Eurovisionsshow hier, ne? Im Ostseestadion Rostock war heute Roland Kaiser am Konzert. Da bin ich Anfang Juli bei Roland Kaiser. Also, ja. Ich wäre sehr gerne dabei, sagt Anna. Ja, das war ja eine sehr begehrte Reise. Es sind wohl, jetzt 2.500 Gäste an Bord. Ich hätte fast gedacht, dass es eher an die 3.000 sind, weil es war doch deutlich voller heute schon. Ja. Der Stream ist etwa 30 Sekunden früher als der von TUI Cruises, ja. Da habt ihr bei mir tatsächlich einen kleinen Vorteil. Also wenn irgendwas Spektakuläres passiert, ihr erlebt es hier zuerst. Ne? Ich hätte gar nicht gedacht, wann habe ich denn angefangen? Bin ich schon wieder 1 Stunde 15 online? Das ist ja doch Wahnsinn.
Ja, ich glaube, die Musik polarisiert halt sehr stark. Ja. Also, jetzt Gitarre hier. Oh, jetzt. Was ist jetzt hier? Flamenco oder was? Ups. Na. Ja, wer hat das arrangiert? Ja, sehr gute Frage. Wir gucken uns mal ein bisschen um hier vielleicht. Ups. Also man sieht schon, ist schon voll. Da hinten, Suite-Bereich da oben, hat man noch einen guten Blick, aber ist jetzt auch packed sozusagen. Ne? Da ist wieder unsere, die Hornisse, die fliegende, ne, die wo ist sie? Die Drohne sieht man gar nicht auf dem Handy, das ist ja echt lustig. Das Handy, ach doch, da, ups. Aber wir wollen ja die Kunst zeigen hier, nicht die Technik. Danke für den Live-Chat, Matthias, aber das Programm ist langweilig. Ist denn da in dem anderen Chat, ist da auch, wird da auch gechattet oder ist da eher Ruhe? Also weil wir sind natürlich hier, ist natürlich ein bisschen mehr Action, ne? Also hier im Chat meine ich jetzt, ne? Sind denn die TUI-Ziele nur orientalisch oder arabisch? Oh, jetzt hier. Sind denn die TUI-Ziele nur orientalisch oder arabisch? Kommt mir so vor, ne? Aber vielleicht haben sie noch ein bisschen hier... Ah! Das war gerade Felix Eichhorn, hat sich gerade von hinten angeschliffen, der Ida-Chef. Jetzt hier noch. Naja, aber ist dann der Pool sinnvoll eingebunden, ne? Ha? Was? Kannst du mitlesen? Ja, ja, es ist aber es ist ganz gut, also. Das ist sehr gut. Ja. Schwimmer oder so, oder was? Ah, oh, die Drohnen, jetzt geht's los, ja. Kombiniert, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber das ist geil. Du bist ein Kind der See und die Welt liegt dir zu Füßen. Mir war nicht klar, dass man Drohne und Feuerwerk kombinieren kann, ehrlich gesagt. Ich dachte, dann stürzen die Drohnen ab, aber. Dein Stern steht über mir. Mega. Zwischen Himmel und. Hat sich doch gelohnt, oder? Aber das ist natürlich, dann engagieren den Choreografen, dann will der auch irgendwas machen. Man muss ja auch ein bisschen Dramaturgie haben hier, ne? Als du mein Zuhause warst, setz ich meine Segel. Ja, ist schon cool. Bist du für mich da? Große Freiheit,
Bild bei TUI wesentlich dunkler, ja. Vielleicht sollte man dem mal sagen, dass sie iPhones nehmen und nicht Android-Handys, ne? Als du mein Zuhause warst. Alles schon cool. Setz ich meine Segel. Bist du für mich da? Große Freiheit. Hab ich ja doch einen guten Platz hier erwischt. Also. Du hast dich in mein Herz geträumt. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Überraschung von einer Zuschauerin, die mir WhatsApp geschrieben hat, dass sie überrascht ist, dass sie Feuerwerk machen. Ja, das ist ja heute nicht ganz unumstritten, immer noch Feuerwerke zu machen. Ne? Aber dass man Drohnen und Feuerwerk beides, das ist der Hammer. Ich dachte wirklich, die stürzen ab. Also, irre. Also, sagen wir mal so, ich finde ja so Feuerwerke, denkt man, hat man es einmal gesehen, hat man alles gesehen, hat man immer gesehen. Ich finde, man hat da nicht mehr so den Wow-Effekt bei so einem Feuerwerk, wenn man es wiederholt irgendwie sieht. Oh. Deine Besatzung. Geht schon los, deinen Gästen. Wo ist sie denn? Als Heim. Gute Fahrt. Seth, eine glückliche Fenia. Die Taufpatin. Eine Handbreit Wasser. Kiel. Bis nach Kiel, genau. Ich taufe dich am den Namen Mein Schiff 7. War Fenia, eine Umweltoffizierin. Ich vergesse, Entschuldigung, der Nachname ist etwas kompliziert. Ja. Das war die Taufpatin. Oh, ein QR-Code oder was ist das? Das habe ich auch noch nie gesehen. Also Feuerwerk ist immer halt, kennst du eins, kennst du alle, aber mit diesen Drohnen ist das halt richtig cool, muss ich sagen. Da kann man sich, finde ich, schlecht dran sehen, ja. Hat mal jemand den QR-Code ausprobiert? Oh, wir haben die Flasche nicht gesehen. Schade. Aber sie ist kaputt, sagt Clementine. Danke. Thank you.
Ja, ich stehe hier ganz gut, ne? Das QR-Code führt zu einem Taufgewinnspiel. Ja, wow. Wahnsinn! Meine Güte! Wahnsinn, ja! Krasses Feuerwerk, muss ich echt sagen, ja! Meine Damen und Herren, wenn ich nicht Moderator wäre, wäre ich jetzt sprachlos, wie Sie wahrscheinlich auch. Diese grandiose Show, vielen, vielen Dank für alle, die daran beteiligt waren. Absoluter Wahnsinn, toll! Wo ist er denn? Und die Stimme am Anfang, die haben Sie mit Sicherheit erkannt, denn Sie sind ja viele Stammgäste. Da. Kjell Holm war das, unser altgedienter Kapitän, der auch hier an Bord ist und der hat diese wunderschönen Worte der Eröffnung gesprochen. Jetzt geht es natürlich darum, ein Erinnerungsfoto, ein Tauffoto sozusagen zu machen mit diesem wunderschönen Kleid. So ist das. Fenia mit diesem wunderschönen Kleid, was extra für heute Abend gemacht worden ist. Die Umweltoffizierin der Mein Schiff-Flotte. Und ihr drei zusammen seid die Menschen, um die es geht. Das Foto wird gemacht und ich gehe mal aus dem Weg, sonst könnt ihr das ja gar nicht machen. Denn ich bin nicht wichtig heute Abend. Aber, so, Foto. Tja. Ja, wunderbar. So, und jetzt gibt es natürlich auch noch eine Kleinigkeit, genau. Unser Matrose, der hier uns durch die wunderbare Wohlfühlwelt von Mein Schiff getanzt, gesungen, alles Mögliche hat. Vielen, vielen Dank.
danke an euch alle. Das war grandios, muss ich sagen. Und ich meine auch alle Leute im Streaming und die am Ufer gestanden haben. Ich glaube, die rennen sofort ins Reisebüro und buchen eine Reise auf mein Schiff 7, was jetzt offiziell auch so heißt, nach dieser Taufzeremonie. Vielen, vielen Dank. So. So. Ja, ich kann auch noch dazu. Ja. Tja, gute Frage, ob ich jetzt hier überhaupt noch... Ich kann ja weitersprechen. Oh, der, das ist jetzt wirklich... Das ist jetzt wirklich. Die Show ist noch nicht vorbei, darf ich Ihnen verraten. Auch wenn Sie glauben, man kann das alles nicht steigern. Es wäre jetzt, wirklich richtig. Danke an euch alle erstmal. So, wo ist meine Kamera für die Streaming-Gäste? Da, genau. Danke an euch. Bleibt ruhig noch da. Aber bei uns geht es weiter, wie gesagt. Mit einem Künstler, der hier noch auftreten wird. Ich weiß nicht, ob sie schon rumgesprochen hat. Wir haben es ja sehr, sehr geheimnisvoll gemacht. Wer weiß schon, wer kommt? Ich weiß es nicht. Es gibt also, ja einen das Mann war im natürlich Fernsehen, der tritt hier ein nicht gewisses auf, Risiko hier, ne? Zum hat ein sehr gutes so viele Woche so versuchen hier mit dem Florian Netz. Silber, ja. Den wir alle kennen. Als Kapitän, ehrlich gesagt, finde ich ihn nicht so authentisch. Da sind unsere Kapitäne viel besser und viel identischer. Aber als Interpret, als Showmaster und als Trüffelhund für große Talente, da ist er genau der Richtige. Und er hat diesen Mann, den wir jetzt gleich hier auftreten sehen, sozusagen entdeckt. Er hat, dieser Künstler, eine Stimme wie ein Reibeisen. Das heißt, ja, hat sozusagen die raue See in sich und trotzdem sind seine Shows auch gleichzeitig Wohlfühlshows. Was passt da besser als auf mein Schiff? So, jetzt habe ich so viel gesagt und er würde wahrscheinlich nur sagen, na und? Denn das war sein ganz großer erster Hit vor wenigen Jahren. Und ich freue mich, dass er hier ist, obwohl er gerade auf Tournee ist, obwohl er jede Menge Konzerttermine hatte, hat er es geschafft, hierher auf mein Schiff 7 zu kommen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, er ist bereit. Hier ist für Sie Ben Zucker! So. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen besseren Platz hier. Oh. Vorne. Yeah.
gerade etwas laut hier, deswegen gehe ich mal ein bisschen dahin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, ich bin wieder da. Mit Starlink hätte das Ganze leider nicht geklappt. Ich habe da vorher umfangreiche Tests gemacht. Ja, aber das war leider nicht. Das hat leider nicht. Also Starlink funktioniert nicht. Die haben aber halt, ich glaube, die haben richtig Satelliten, ein SNG im Einsatz hier für den Livestream. Also ein Satelliten, ein Satellitenübertragungswagen. Und das ist natürlich was, ja, das, da kann ich jetzt nicht mithalten. Und es war natürlich so, dass die Leute alle in dem Moment wahrscheinlich irgendwas geschickt haben und so weiter. Und ja, von daher, da wurde es dann irgendwann schwierig, ja. Also als alle Leute dann irgendwie was gepostet haben bei WhatsApp und so weiter. Ja, es war eine Mega-Show, Drohnenshow. Anfangs war es ein bisschen mit der Show, war es ein bisschen so, ja. Aber ja, aber generell war das schon fett, ne? Diese Drohnenshow mit dem Feuerwerk. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, vorhin ein Kommentar. Ist man so, macht man das heute noch mit Feuerwerk? Ja, ist ein schwieriges Thema, ne? Schwieriges Thema. Auf der einen Seite ist natürlich die Kreuzfahrtindustrie, die immer sagt so, oh, wir werden immer sauberer, wir werden immer umweltfreundlicher und so, kannst du auch ein Feuerwerk machen. Das ist ein interessantes Diskussionsthema, ja. Ja, genau, jetzt läuft der wieder, der Stream. Aber ich glaube, ja, es ist doch das eine oder andere angekommen und ich würde sagen, wie spät haben wir auch hier, 23.23 Uhr. Ach Gott, hier so, Licht von unten ist immer ganz unschön hier. Hole ich mir noch mal anderes Licht hier von vorne. Aber sieht immer so ein bisschen gespenstisch aus, ja. Also, von daher, ja, es war cool. Also ich bin total geflasht. 1500 ist wirklich mega. Vor allen Dingen, also wo man sagt, so, okay, es gab ja als Alternative den wirklich den mega, mega, mega aufwendigen Stream und so. Wobei interessanterweise schrieb da mal jemand, die Kamera wäre dunkler gewesen bei der TUI-Kamera, witzigerweise, ja. Also insofern, genau, es war schön mit euch und ich hoffe, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Ja, und ja, das ist es dann auch schon gewesen und ich würde mal sagen, bis ganz bald und Daumen hoch nicht vergessen. Bis dahin, tschüss.